du singst gern, aber hast manchmal das Gefühl, deine Stimme ist nicht richtig frei. Es liegt an diesem Fehler, den fast alle Sänger mit dem Kiefer machen. Ich zeig dir, welcher das ist und wie du es löst. Wenn du den Kiefer festklemmst, wird der Sound eng. Und wenn du ihn vorschiebst, dann rutscht dir die Stimme in den Hals und wird dünn. Verspannte Muskeln sind die Ursache und auch dieses Ich will unbedingt, weil wenn wir was wollen, dann fangen wir immer an mit genau diesem Muskel zu arbeiten, der eigentlich loslassen soll. Und das ist dein Musculus masseter. Hier habe ich ihn dir eingeblendet, dass du ihn gut mal sehen kannst. Den werden wir jetzt entspannen und dann probierst du es danach nochmal. Für ein wirkungsvolles Stretching des Musculus masseter machst du mit der Hand ein L fast in die Mulde deines Kinns und jetzt zieh den Unterkiefer sanft nach unten. Mach weiche, lange Wangen, nicht dran zerren. Hier ist er nochmal der Muskel, den wollen wir verlängern. Versuche auch den Kiefer bitte nicht nach vorne zu schieben, nur die Wangen lang werden lassen. Eine Minute etwa halten, atmen und die Entspannung des Musculus masseter genießen. Jetzt probier es nochmal und mach einen langen Musculus masseter. Na, wie klingt's? Ah, du hast bis zu Ende geguckt. Also, wenn deine Muskeln im Mundraum, Zunge, Lippen und Kiefermuskulatur gut zusammenarbeiten und die richtigen Bewegungen auslösen, dann rockt die Stimme. Und da gibt es noch mehr, das zeige ich dir in meinem Einführungskurs Tone Balance Vocal Training. Let's go, hier sind die Termine.